Und willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist Donnerstag, 21.27 Uhr. Das genaue Datum weiß ich gerade nicht, aber ihr werdet dies hier am Freitag sehen. Also habe ich das aufgenommen, wenn ihr es seht, einen Tag davor. Also wenn ihr es morgen seht, dann habe ich es gestern quasi aufgenommen. Und ich rede dann jetzt quasi sowohl über Vergangenheit als auch Zukunft, je nachdem, aus welcher relativierten Sicht man sich das hier gerade anschaut. Es gibt entweder die Sicht von euch oder die Sicht von mir, in der ich das hier gerade mache. Ich spiele mal wieder 101, der Bronzeliga, Rang 54 mit Protoss. Yeah, let's go mit mir, dem Andi. Huhu. So, ich habe bisher noch kein einziges weiteres Spiel Primat gemacht, was bedeutet, dass dass bisher alle Spiele, die ich gemacht habe, auch auf YouTube sind. Dieses nächste Spiel ist wieder auf YouTube, auf deine Röhre. Let's go. Wir spielen auf der Map, werfen von der Tiger. Und der Gegner ist mal wieder leicht favorisiert. Wow. Wow, und der heißt Evil Reevil und ist Protoss. Und ist Protoss. Oh yeah. Das war eine kleine Gesangsanlage von mir, dem Andi. Ich hoffe, euch hat es nicht gefallen, denn wenn das euch gefallen hat, dann seid ihr schon etwas komisch, muss ich ganz einfach ganz leicht gestehen, liebe Zuschauer und Zuschauer. Das ist das Zuschauerinnen und Zuschauer, meine ich natürlich. Falls die Betonung auf Zuschauer lag, dann tut es mir außerordentlich leid, dass ich nicht verstehen konnte, dass ich gesagt habe, Zuschauerinnen und Zuschauer. I'm so sorry for this. Jetzt lad endlich. Ich habe keine Lust, hier die Ladezeit mit irgendeinem Scheiß zu überbrücken, den ich hier erzählen muss. So, erstmal schön Sonden bauen. GLHF. Ja, da kriegt der. Fuck you. Okay. Nee, das kann ich nicht machen. So. Das geht einfach nicht, da fuck you zu schreiben. Nee, das geht nicht. Nicht genügend. So. Jetzt baust du hier bitte einen Pylon hin. Dankeschön. Danke vielmals. Bei der Map hier geht das eigentlich ganz gut. Wisst ihr was? Ich bin jetzt einfach mal extrem cheesy. Ja, ich habe gerade Lust, cheesy zu sein, weil ich habe gerade eben so viel Scheiße gelabert und da muss man, muss einfach auch mal cheesy. Im Leben muss man einfach auch mal cheesy sein. Man kann nicht immer so ernst sein und immer so polarisierend auf Ernsthaftigkeit ohne Fun. Man muss auch mal cheesy im Leben sein. So einfach ist das. Ich denke, ihr seht schon auch, was das hier hinausläuft. Und man muss im Leben einfach mal cheesy sein. Das ist einfach so. Das geht nicht anders. Man muss auch mal ein bisschen scheiße und funnig im Leben sein. Fun gehört dazu. Ob es jetzt klappt oder nicht, weiß ich nicht. Ihr bekommt es 100% auf YouTube zu sehen. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Ihr bekommt diese cheesige Scheiße auf YouTube zu sehen. Das habe ich sogar Glück gehabt. Jetzt denkt ihr bestimmt, what the hell, was macht ihr denn da? Ja, das seht ihr noch. Da kommt jetzt a little bit late this Forgate. Forgate, was habe ich denn da? Seht schon, das wird läuft hinaus auf Forge Fast Expand. Muss ich warten, bis das hier unten fertig ist. Das hier ist ein professionelles, ein professioneller Cannon Rush. Ich schicke mal eine Sonde nach, falls sie da oben gekillt wird. Das ist ja immer möglich. Bei der cheesigen Scheiße, die man hier so abzieht. Ach, ich kann mich, wenn ich der Gegner bin, ich würde mich hassen. Also, der muss mich hassen, der Gegner. Kann gar nicht anders sein. Der hasst mich zu 100%. So, und wenn der das hier jetzt nämlich attackiert, dann ist er am Arsch. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, weil die Photonkanone von unten schießt. Ist da so einfach, ist das dann. So einfach ist das.
Und jetzt ist er einfach am Arsch. Er kann da nichts mehr machen. Seht ihr, da kann er nichts mehr machen. Wenn er hier oben angegriffen hätte, hätte die Kanone von da unten geschossen. Es gibt einfach Momente, da geht einfach dann nichts mehr. Ich schreibe dir jetzt einfach schon mal 30 GG, damit er sich einen Sieg schon mal aus den Taschen wirft, weil das wird nichts mehr für den. Und ihr kennt mich ja, und das ist jetzt gewonnen. Und ich habe auch gewonnen. Das ging nicht mal lang. Ganz und gar nicht lange ging das jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich habe sogar noch mehr Ressourcen gesammelt, also ohne Witz, Einheiten, ja. Das war doch gut, muss ich sagen. Hut ab. Dankeschön, liebe Zuschauer und Zuschauer, dass ihr mir wieder eingeschaltet, ob ich wirklich zuschaue. Vielen Dank, liebe Leute da draußen, dass ihr jetzt mal wieder zugeschaut habt, euch diese paar Minuten eures Lebens geraubt habt, um euch diesen Scheiß hier anzuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn nicht, dann hat's euch nicht gefallen. Schreibt alles Mögliche in die Kommentare und lasst mich alles wissen, was ihr so raushauen wollt aus eurem Munde, in Form von schriftlichem Abtippen an eurem PC zu Hause. Also nicht bei mir vorbeikommen und da klingeln und so. Nee, das kommt nicht gut. Also, ja, bis dann und ciao, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.